So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2. Ihr wisst ja schon, wie das alles aussieht. So, gucken wir uns erstmal an, was denn in den letzten Parts so passiert ist. Bringen das kurz hinter uns. Nimm das. Oh yeah, und das nicht zum letzten Mal. Dramatisch. Dramatisch. No! Geht, Brudi. Okay, so, jetzt muss ich erstmal ein paar Hintergrundinformationen liefern. Zuerst gehen wir zu dem großartigsten Ort im ganzen Spiel. Erstmal so, und jetzt muss ich erstmal ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich glaube, ich habe jetzt schon fast eine ganze Woche nicht mehr aufgenommen, aufgrund von Problemen. Also nicht irgendwie im Leben oder so, sondern das Spiel, das wollte nicht. Das wollte einfach nicht und das hat mich genervt. Und zwar immer, wenn ich in den Kampf gegangen bin, zum Beispiel, warte, ich tue es mal kurz probieren, ob es jetzt geht. Weil wenn es nicht geht, dann brauche ich nämlich gleich wieder weiter aufnehmen und die ganze Sache ist dann offiziell abgebrochen. Weil, ja, unspielbar und so. Ich suche mal ganz kurz einen Kampf, man sieht auch schon, ich bin ja schon so ein bisschen rumgelaufen und alles. So, hier, komm, gegen dich mal kurz. Bei diesen kleinen Viechern hier ist nämlich der Kampf dann immer gefreezt. So, ich tue mal kurz versuchen, hier zu kämpfen. Und irgendwo da mitten im Kampf ist dann einfach das Bild gefreezt. Der Kampf ist zwar sehr weiter gelaufen, aber ich habe nichts gesehen. Man kann zwar einfach A durchdrücken, aber das ist ja halt nicht so schön. Deswegen musste ich hier und da mit Einstellungen rumspielen, Grafikkarten, Treiber, updaten und ach, alles nicht gesehen. Nur damit dieser Kacke jetzt hier weiterläuft. Aber man, ich weiß nicht, also als ich vorher es doch gespielt habe zum Testen, hat es doch geruckelt ein bisschen. Boah. Läuft jetzt aber auf jeden Fall flüssig as fuck. Alter, was ist los? What? Boah. Brudi! Den Scheiß jetzt hier. Komm, her. Boah, Digga. Kein Scheiß hier. So, ich habe auch die Auflösung ein bisschen runtergestellt. Von Full HD auf HD. Aber das fällt jetzt in dem normalen Spielmodus hier gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob es an den Cutscenes oder so auffällt, dass es nur noch HD ist. Aber ich glaube eigentlich, ich glaube, es sollte nicht auffallen. Es sollte nicht auffallen. Also die Kämpfe oder das normale Rumlaufen sieht immer noch exakt gleich aus. Vielleicht ist es auch ein bisschen dunkler, das kann auch sein, aber ansonsten ist es eigentlich doch relativ identisch. So, und anstatt jetzt hier lange rumzupimmeln, wie war das? So, hier war das. Sollte ich jetzt hier mal ein bisschen Fortschritt machen. Ich werde auf jeden Fall jetzt ja auch ein bisschen öfter speichern, aus offensichtlichen Gründen. Ich will ja nicht, dass der Fortschritt jetzt hier ständig flöten geht. Aber es läuft jetzt eigentlich echt ziemlich gut, also. Hab zwar ein bisschen Auflösung eingebüßt, aber ganz ehrlich, das fällt doch gar nicht auf, oder? Nee. Außerdem ruckelt es doch gar nicht. Ich habe den PC jetzt nochmal neu gestartet nach den Grafiktreiber-Installationen. Hab mir jetzt quasi den ganzen Samstag auf die Ohren geschlagen dafür. Gucken wir mal, wie die Cutscenes aussehen. So, das Leben mit einer Steppe. Das harte Leben der Steppe hat die einheimischen Bewohner misstrauisch gemacht, so dass sie Sarah und Noel zunächst mit Argwohn entgegentreten. Es muss jedoch eine Möglichkeit geben, das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen, um mehr über diesen Ort und seine Begebenheiten zu erfahren. Offenbar bedürfen einige der Bewohner Hilfe, biete ihnen deine Hilfe an, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ja gut, dann gut. Kann ich die Windmaschine benutzen? Windmaschine, Wettermaschine meine ich. Die haben nämlich eine Wettermaschine. Alter, das läuft echt gut, ne? Ich glaube, es ruckelt sogar noch weniger als vorher. Also, da ist so ein High-End-PC stehen und läuft einfach nicht. Ist ja kacke. Wenn es einfach dann mitten im Kampf fließt, ist dann wohl absolut nervig. Jetzt habe ich auch die Items gar nicht mitgenommen, fällt mir gerade mal so ein. Also die vor dem Lager waren. Naja gut. Das kann ich dann noch machen. Was? Oh. Was bist du denn? Was habe ich denn da bekommen? Ja, gut. Ist ja nicht so. Das Wahre. So, das Ausrufezeichen ist da oben. Helfen wir den Leuten mal. Was geht ab, Brudi? Oh, eine Karte wäre ganz nice. Oh.
Okay, wir sind dann mal wieder weg. Sturm? Ihr habt doch eine Wettermaschine. Warum? Ihr habt doch das hier. Ja, das wollen wir echt ganz gerne wissen. Das war nicht korrekte Übersetzung. Weiß es noch nicht? Muss ich mal gucken. Goblin Essenz, besiege die Goblins. Oh, geht los. Dankeschön. Sag du es mir. Okay, so, aber zuerst, bevor ich das mache, nochmal kurz leveln, weil ich habe ja jetzt hier noch ein paar Monster besiegt. Ja. Heiler. 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 Und bei dir, Augmentor. Heiler. Augmentor, why the fuck not? Okay, nice. So. Kann ich da runterspringen? Ja, oh. Okay, noch kurz die ganzen Items mitnehmen, die ich hier vor uns nicht mitgenommen habe. So, tue ich nochmal das Spiel auf die Probe stellen. Mit 5 Monstern auf einmal, ja. Doch. Kurz wechseln. Wie gesagt, wenn es jetzt nicht freeze, dann sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Wenn es doch freeze, dann muss ich das Let's Play einfach abbrechen, weil. So will ich es auch nicht spielen. Habe ich zwar, keine Ahnung, 15 Euro in den Sand gesetzt oder so. 16 waren es. Ich habe 16 dafür bezahlt. Aber naja. Wenn das Spiel nicht spielbar ist, was willst du machen? Ich kann höchstens versuchen, dann auf Steam zurückzugeben, wenn es nicht laufen würde. Aber sieht auch ganz gut aus. Vielleicht tue ich in der nächsten Session auch mal wieder die Auflösung ein bisschen hochstellen. Also wieder Full HD. Aber das fällt doch gar nicht auf. Es fällt gar nicht auf. Die Cutscenes sehen doch genauso aus wie immer. Unterstützt mein Monitor überhaupt Full HD? Kann es ja nicht deswegen alles gleich aussieht bei mir. Ich meine, ich habe über OBS ja nur die Bildschirmaufnahme laufen. Kann schon sein, dass es deswegen ist. Aber muss nicht. Kann sein. Ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, es läuft jetzt. Ich würde es auch auf, keine Ahnung, 480p spielen, wenn es sein müsste. Ich meine, auf der Xbox war es auch nur 720. Warte, 720 ist HD. Oh. 480? What the fuck do I know? What? Brudi, mach mal keine Angst. ich dachte, mein Spiel bricht zusammen. Was zur Hölle? So, gucken, ob die Gegner was drauf haben. Okay. Die sehen dezent stark aus. Ich werde hier viele Heiltränke gebrauchen, werde ich. What? Die Katze kommt mit Heilen gar nicht hinterher. So, der ist. Hä? Kämpft er gegen uns gerade ein Schokobo? Was ist los? Ich komme mit Heilen gar nicht hinterher. So, mal ganz kurz den hier. So, okay, got it. So, Heiler, Brecher, Heiler. Ganz kurz hoch hier. So, reicht. Perfekt. Gib ihm den Damage. So, ein Mal noch sollte reichen. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur durch den Schokobo durchbrennen irgendwie. Warte, mach nochmal den hier. Wie war das? So hier. Perfekt. Get damaged, bro. Okay, das war gar nichts. So, ein Schock sollte ihm eigentlich reichen. Warum sind überhaupt so viele Monster in diesem Kampf hier beteiligt? Das macht gar keinen Sinn. So.
So, hier, Omnimantil, das geht's, Brudi. Hau rein! Lass krachen! Nein, das wollte ich erreichen. Ach, egal, wir haben noch einen Verheerer da. Ja, okay, der wird auf jeden Fall drauf gehen. Und du bist tot. Thanks, Gott. So, jetzt muss noch das Mini-Pudding drauf gehen. Okay, das sollte schnell gehen. Das sollte nicht zu lange dauern. Und dann haben wir den Kampf auch geschafft. Dann sollten wir auf jeden Fall cool mit den Jägern sein. Und stopp. So, 2 Sterne safe. 3. Oh, wir haben Chocobo bekommen. Ich glaube, es ist ein Brecher, oder? Yay, Goblins bezwungen. Fucking nice. So. Kurz gespeichert, weil sicher ist sicher. Ja. Lass mal berühren. Wo komme ich raus? Tja. Wie ist das nur passiert? Diese Zeitreisende, ihr müsst es eigentlich verstehen können, was da gerade passiert ist. Na egal. Ja, das haben wir. Danke. Kein Ding. Nur wenn es sein muss. Tipur. Okay, auf zu der Frau da vorne. Ich auch. Okay. Besorge 3 Sorten Wolle. Interessant. Rassismus bei Schafen. Okay, so, gibt's bei den Chocobos da hinten eigentlich irgendwelche Items? Nee, ne? Nee. Okay. Oh mein Gott, die Architeerstäbe nach Fragmenten durchsuchen wird auch richtig lustig. Die Architeerstäbe sieht zwar gerade echt ein bisschen ungemütlich aus, aber ist echt ein verdammt cooler Ort, wenn man hier erstmal ist. Sobald wir die Wettermaschine benutzen können, wird das alles richtig nice. So, hier, das muss ich... Nein. Hier, du. Ja, damit. Eins. Eik, neue Rauwolle. Upi. So, du da vorne auch noch. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ey! Got you. No problem whatsoever. Und Flauschwolle. Perfekt. Okay. Habe ich das zu kämpfen? Eigentlich ja nicht, ne? So, das Item hier kann ich mir noch kurz schnappen. Ja, damit. Yay, Astralzipfel. Okay, 1 Schaf noch. Wo ist es? Kann ich das da hinten anreden? Ja, kann ich. Ihr seid mir alle so egal gerade. Okay, her mit dir. Alter, bleib mal stehen hier. Und go. Gotcha. Cool. So, und ins Lager. Wow, anstrengende Mission. Okay. Ja, ganz ruhig, sagt er. Was gibt's? Gefühlt gar nichts. Ja, ständig. Beides. So, geht mal ab. Ernsthaft, solltest du vielleicht die großen Schafe hier fangen? Dankeschön.
Cool. Was denn für eine Gefahr? Oh, ein Schäferstein. Was verursacht den Sturm? Die Wettermaschine wahrscheinlich immer noch. Kann ich das Ding jetzt mal anreden? Ah, Wettermodulator. Ja, ja. So, jetzt haben wir es ungemütlich gemacht. Oder? Nee. Das ist doch ganz normaler Regen. Regen ist echt ganz chillig. So, endlich ist hier mal. Wow, man erkennt sogar, was es jetzt genau macht. Auf der X-Mal hat man das nicht erkannt. Okay, cool. Kann ich mit dir reden? Danke, Brudi, aber. War das jetzt wirklich, was wir machen sollten? Ich meine. Im Sinne von, was steht jetzt an? Habe ich hier irgendwas, was ich machen kann? Nee, ne? Nicht so richtig. Was verursacht den Sturm? Die Wettermaschine hier. Kann ich nicht irgendwas anderes nehmen? Mach mal den hier. Und nochmal sonnig, bitte. Ah. Yeah, das Wetter ist auch gut. Adam, bam, 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 bam. So, genau, je nach Wetter sind natürlich noch unterschiedliche Monster da. Und der da hinten könnte sich vielleicht einfach zerfleischen. Deswegen, naja. Oh, und damit wird dieser Part auch schon wieder beendet. Wenn ihr mich unterstützen wollt, drückt doch oben rechts auf mein Profilbild, oben links, um zu meinem letzten Video zu kommen, unten links zu die Playlist und unten rechts zu einem vorherigen Video. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen und bis dahin.